Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Videofolge. Heute gibt es wieder super viel Feuerwerk zu bestaunen. Eine schöne Smarty-Fontäne. Dann haben wir hier verschiedene Bombenrohre, wie zum Beispiel die Leslie Sputniks Explode-Bombenrohre, einen schönen Silber-Pink-Vulkan. Dann auch eine Neuheit, haben wir hier die Leslie Geoshocks Bengal-Fontänen in Five-Wirbel-UFO. Dann hier, wie schon erwähnt, die Explode-Bombenrohre Big Shot und Single Shot. Am Schluss gibt es dann noch ein paar Batterien, die Herz und Himmel von Pyroland, die Nydia, die Titanium Salut Scream und die Brokat Garden. Und zusätzlich habe ich hier noch ein paar schöne Raketen, Explode Swirl und Gau Steel Pack mit 15 und 20 Gramm Raketen. Anfangen tun wir jetzt mit dieser schönen großen Fontäne Jumping Jelly Beans. Weiter geht es mit diesem 5-UFO, Area 51 von Penny. Weiter geht es mit neuen Bombenrohren, und zwar den Geoshocks von Leslie. Der nächste Artikel wären die Funke Geysir Kaliber C. Weiter geht es mit einem richtig schönen 6 Meter Vulkan, dem Magma Monster. Das ist ein Silbervulkan mit pinken Sternen.
Jetzt haben wir noch die Explode-Bombenrohre, Single-Shot und Big-Shot. So, jetzt haben wir noch so eine kleine schöne Fontäne und diese werde ich wahrscheinlich mit der Bengalfontäne entzünden. Übrig sind jetzt noch die Leslie Sputniks neue Bombenrohre, die Raketen, ein riesiger Bengaltopf und diese vier Batterien sind noch übrig. Wir fangen jetzt an mit den Leslie Sputniks. Jetzt machen wir mal noch diesen schönen, sehr, sehr hellen Bengaltopf. So Leute, jetzt kommen wir schon zum Batteriefeuerwerk, zünden jetzt also zwei Batterien. Erst die Herz und Himmel und dann die Nydia und dann gibt es wahrscheinlich die schönen Raketen. Herz und Himmel. Jetzt geht's weiter mit der Batterie Nydia. So, jetzt gibt's die Raketen. Ich habe sie schön aufgestellt. So eine Batterie habe ich genommen als Raketenständer. Einmal die GAU und jetzt zuerst hier diese Explode-Raketen.
So Leute, und jetzt lassen wir es richtig krachen. GAU R15 und R20. Einmal die R15 hier vorne, die werden zuerst geschossen, und danach die GAU R20. Jetzt zum Ende gibt es hier noch zwei Batterien. Wir fangen an mit der Brokat Garden von Pyroland. Am Ende gibt es jetzt noch die Titanium Salute Scream von Tropic. Ja Leute, das war ein richtig feines Gerät, ihr habt es gehört. Super schöne Salute-Batterie und ein tolles Ende für diese Böllerei.